Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Hey, Sammy ist schon ganz aufgeregt, denn ich habe hier ein Trash-Paket bekommen von der lieben Marion. Trisana Tandler heißt sie und also ihr Nickname heißt so. Und ja, das wollte ich mit ihm auch so ein bisschen zusammen auspacken, denn da ist tatsächlich auch was für ihn mit dabei. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe heute so einen Brillentag, also irgendwie habe ich Bock, meine Brille zu tragen und ich weiß nicht, ob das klar geht. Ich bin mal ganz gespannt, vielleicht wenn ich das Ringlicht ausschalte, aber dann bin ich glaube ich auch etwas dunkler. Ja, weil das spiegelt sich halt auch irgendwie echt doof, ne? Ich bin da noch nicht so ganz mit konform, aber ich weiß einfach, dass ich besser damit sehen kann. Das ist ein bisschen blöd. Hier ist das Trash-Paket drin von der lieben Marion. Und ja, ne? Wir haben einfach Fotos hin und her geschickt und uns gegenseitig halt so Produkte ausgesucht, die wir so dann von der anderen nehmen. Das ist halt eine von meinen Tauschpaket- und Trash-Paket-Partnerinnen. Genau, bei mir kommt ja nichts weg, ne? Jedes Teil findet sein neues Zuhause und Sammy sitzt hier und ist ganz neugierig. Okay, so, bei manchen Sachen hat sie mir tatsächlich sogar, oh nein, oh, guck mal, da hat sie mir so Wölkchen dran gemacht. Hallo Claudia und Sammy, liebe Grüße aus dem verregneten Piep. Von den Fellies und mir natürlich herzlichst, Marion. 10.000. Herzlichen Glückwunsch. Da hat sie mir hier was noch mit reingepackt. Und zwar ein Tee. Räubusch. Aromatisiert. Mond und Sterne. Oh, geil. Oh, das ist ein leckerer Räubusch-Tee. Mensch, Marion, da werde ich doch nachher mir ordentlich was gönnen. Geil. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten hineingepackt. Wirklich nur ein paar. Zu wenig Platz. Oh, das Problem mit dem Platz kenne ich. Manchmal kommt ein Mensch aus dem Nichts und zaubert dir, auch wenn er dich nicht kennt, das Lächeln zurück, was du verloren hast. Oh Marion. Oh Mann. Dann gucken wir mal, oh nein, was sie mir reingepackt hat. Ich habe mir einiges ausgesucht, aber sie hat mir tatsächlich noch was mit dazu gepackt. Okay, hier haben wir so ein Geschenk eingepacktes Geschenkpackungsdings. Und da ist ein Engel mit drin. Oh mein Gott, das ist echt so süß. Da schwebt der Engel. Das ist richtig niedlich. Passt jetzt auch, ne, zur kommenden Weihnachtszeit. Das gefällt mir. Oh, danke schön. Mich nervt das ein bisschen mit dem Ringlicht in dieser Brille. Deswegen nehme ich die Brille mal ab. Ja, Sammy, gleich ist auch was für dich mit dabei. Ne? Dann kann ich zwar schlechter gucken, aber irgendwie, das spiegelt doch irgendwie ein bisschen doof. Mausi, was hast du denn? Was hast du denn? Ist da für dich was drin? Na, kaum. Kaum, Sammy. Kaum. Okay, hier habe ich mir ein paar Lidschattenpaletten ausgesucht. Oh ja. Hä? Habe ich mir die ausgesucht, Marion? Ja, ich glaube, die habe ich mir ausgesucht, ne? Die I Heart Revolution Honey Palette. Da habe ich vorgestanden. Sammy schnüffelt hier durch die Gegend, Leute. Ich sag euch das. Oh, ich bin sehr gespannt, ob die auch wirklich nach Honig riecht. Die sieht schon mal richtig geil aus. Und ich glaube, die ist neu. Riecht jetzt nach nicht wirklich was. Ein bisschen nach Honig, wenn man das möchte so, ne? Die sieht ja geil aus, oder? Oh, die gefällt mir. Bei solchen Paletten muss ich übrigens immer an die liebe Alina vom Kanal Frühlingsrolina denken. Die ist ja so ein Cosmetic for Less-Fan, ne? So, die nächste Palette, die ich mir ausgesucht habe, ist von Essence die Royal Party. Da habe ich mir auf die Finger gehauen und mir die extra nicht gekauft, weil ich gesagt habe, nein, Claudi, du hast genug. Definiere genug. Und wow, hier sind sogar noch die Sticker drauf. Die ist noch komplett neu. Leute, die ist neu und unbenutzt. Wahnsinn. Bei manchen Produkten hatte sie mir auch geschrieben, dass sie neu sind. Und ja, ne? Also wir haben uns gegenseitig reichlich beschenkt, um das mal so zu sagen. Nö, Sammy? Wurdest du auch reichlich beschenkt? Man weiß es noch nicht so genau. So, hier haben wir ein Tütchen. Ja, also der Grund, weswegen Sammy hier so vollkommen ausrastet, ist tatsächlich, dass sie mir eine Tüte mit Leckerlis mit reingelegt hat. Die hatte sie mir tatsächlich auch schon im letzten Paket für Sammy mit reingelegt. Und, ne? Er steht drauf. Das ist irgendwie mit Fisch und das riecht scheinbar unfassbar gut. Er mag's.
guck mal eben. Oh, nicht, dass die Kamera hier gleich runterknallt, ne? Die hängt hier gerade so ein bisschen ab. Nom, 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 nom. Ja, der kriegt hier auch keine Liebe. Der kriegt hier nur Brot und Wasser. Nicht mal Brot. Ne? Nix kriegt der. Da muss der hier die ganze Tüte sofort haben. So unterernährt, wie der Hund ist. Ach, Sammy. Du bist unfassbar. Hammer, Mama. So, okay. Jetzt zeige ich euch mal, was ich mir dann so noch ausgesucht habe. Beziehungsweise dieses Kügelchen hat sie mir tatsächlich mit reingelegt. Und oh mein Gott, ist das eine schöne Kugel. Das erinnert mich so sehr an den Froschkönig. Richtig schön. Und drin enthalten haben wir von Yves Rocher. Das ist toll. Premier Flacon First Snowflake. Flocon. Genau, das ist First Snowflakes zweimal. Das soll nach der ersten Schneeflocke riechen. Das ist ein Duschgel und das habe ich tatsächlich auch in einem Adventskalender drin gehabt. Und der Duft ist so, so schön. Richtig klasse. Mega geil. Und das hat sie mir tatsächlich auch nochmal in groß reingelegt. Beziehungsweise das habe ich mir, glaube ich, ausgesucht. Ja, oh, das riecht so, so gut. Echt so sanft und angenehm. Gefällt mir richtig. Ja, kleiner Mann, ich weiß, du brauchst noch viel mehr Leckerlis. Viel mehr! Eine weitere Geschichte von Yves Rocher hatte ich mir ausgesucht. Und zwar Thé Doré Golden Tea. Das ist auch ein Duschgel. Nicht alles, was hier natürlich drin ist, ist nur für mich. Also ich habe hier auch einen Teil, das, was dann quasi weiter wandern wird. Das nenne ich quasi Produkte-Recycling. Also Produkte, die ich aussortiert habe, tausche ich. Und einen Teil von den getrashten, getauschten Produkten behalte ich. Und einen Teil gebe ich dann weiter an Freunde, Familie und so weiter, damit halt jeder irgendwie was davon hat. Finde ich ganz gut. Und so landet einfach nichts im Müll, weil das sind ja auch Produkte gewesen, die sie aussortiert hat von sich, ne? Gut, was ich mir dann auch noch ausgesucht habe, waren Pinsel. Denn Pinsel kannst du nie genug haben. So schön, das ist so ein... Oh. Geht ja direkt in Verwendung, kann hier direkt auch rausgenommen werden. Das ist so ein Blushpinsel, ein Einhornpinsel. Ne? Ich habe schon solche Einhornpinsel von iHeart Makeup oder iHeart Revolution. Die sind einfach toll. Oh, noch so ein Einhornpinsel. Dieses Mal, den kannst du schön nehmen, um zu setten unter deinem Auge zum Beispiel. Ne? Wenn du deinen Concealer hier unten settest oder wenn du hier großflächig Lidschatten aufgibst, sehr schön. Dann hat sie auch noch von BH Cosmetics mir ein paar Pinsel reingelegt, die ich mir aber auch ausgesucht habe. Das ist einmal hier ein ganz normaler Blendepinsel. Das ist auch so ein Blushpinsel, der aber nicht abgeflacht ist. Den kannst du auch zum Foundation auftragen nehmen. Ne? Auch wieder von BH Cosmetics aus dieser Reihe. Mega. Oder zum Konturieren, Cremekontur oder so kann man damit super machen. So, dann habe ich hier so einen etwas flacheren Puderpinsel oder auch einen Bronzerpinsel oder Blush oder wofür auch immer man die Pinsel verwenden will. Das ist jedem ja selber überlassen. Und dann hat sie noch zwei Pinsel von Morphe mir mit reingelegt. Das hier ist einfach der Morphe M124, also ein ganz, ganz klassischer Lidschattenauftragepinsel. So ein flacher. Und das hier ist der Morphe M431, also quasi so ein Point Brush. So, weitere Produkte, welche wir getauscht haben, ist hier von Manakada. Da hat sie mir zweimal Step 3, also dieses Puder mit reingemacht. Das ist dieses HD Perfecting Powder. Das ist ungefähr das beste Puder, was ich so bislang erlebt habe, kennengelernt habe. Ich finde das so toll. Da habe ich jetzt mittlerweile so viele Backups von ihr, weil sie da immer wieder die Möglichkeit hat, ranzukommen. Ich finde das so geil. Deswegen feiere ich das jedes Mal, wenn ein neues bei mir einziehen darf. Dann hat sie mir auch noch ein Puder von Dr. Baumann hier mit reingelegt. Das ist dieses hier. Ja, ne, einfach ein loses Puder. Das hat hier auch so ein Aufdrehgedöns und dann hat das hier so ein Puffelding und dann, ne, muss man das so abmachen und aufmachen und das ist noch neu. Wahnsinn. So, das nächste Produkt, was ich mir ausgesucht habe, ist hier von Julifin. Genau, da hat sie mir direkt geschrieben, als sie das gesehen hat, musste sie an mich denken. Das ist ein Nagelöl mit Zitronengras. Jetzt nicht wegen dem Duft, aber diese Nagelöle von Julifin finde ich klasse. Und für meine Füße verwende ich das einfach auch sehr, sehr gerne. Ich sollte das auch hier an meinen Fingern mal verwenden, tatsächlich. Aber es ist ein richtig gutes Nagelöl, was einfach meine Nägel davon abhält, einzuwachsen. Weil ich habe ja so runde Nägel, das sieht man hier ja wahrscheinlich auch ganz gut, ne? Und dadurch, dass das Nagelbett halt auch einfach so ist, wie es ist und die Nägel so rund sind, wachsen die einfach schnell ein. Und ja, ich muss meine Nägel mal wieder neu lackieren.
Gut, dann habe ich mir noch von Evoe den Volumenprimer ausgesucht. Den hatte ich auch schon mal da, den finde ich super. Den mache ich gerne über Nacht drauf und habe dann morgens quasi die Möglichkeit, Mascara drüber zu machen und bekomme dann so ein richtig schönes, aufgefächertes und wunderschön verlängertes Ergebnis. Genau. Dann habe ich mir noch von Calliston ein Face Peeling ausgesucht, Bio Olive Oil, also mit Bio Olivenöl. Das ist einfach für mich jetzt gerade, kann ich gut gebrauchen, weil ich habe nicht so viele Gesichtspeelings da. Dann hat sie mir noch beigelegt von Karl Lagerfeld und Model Co. diesen Lipgloss ist das, glaube ich. Ich habe das tatsächlich auch hier, habe ich auch einen Karl, genau. Das ist mein Karl, den ich habe. Der hat einen rosa Kopf und der wird jetzt perfekt dazu passen, denn er hat einfach einen silbernen Kopf. Das ist halt auch so eine kleine Hommage an Karl, oder? Ich habe das damals gekauft, als er noch unter uns weilte, sage ich mal. Und ja, jetzt gab es das ja als Hommage nochmal mit hinzu und da habe ich jetzt den silbernen Karl, Karl 7. Und ich habe Rumba vorher gehabt. Mal gucken, wie Karl 7 so aussieht. Der hat hinten so einen Spiegel. Ich meine, das, ne, ist eine Farbe, die habe ich jetzt schon mehrfach da, aber es ist einfach vom Packaging so wundervoll. Ja, dann hast du einfach hier einen Liquid Lipstick, hast da so ein Licht mit drin. Riecht sehr angenehm süß. Ja, und das ist halt einfach ein ganz normales Nude, ne? Habe ich jetzt Karl 7 auf den Lippen. Er möchte noch ein Ja. Ja, drei Produkte von Rituals habe ich mir ausgesucht. Die sind tatsächlich, ich denke, eher für meine für meine Schwiegermama in Spee, habe ich einmal The Ritual of Tsuru Graceful Shower Oil Gold and Pine. Jo. Ne, das ist ein Duschgel einfach. Oh, das hat wirklich was Tannenartiges, was Pinienmäßiges. Dann habe ich mir ausgesucht Sensitive Skin Serum, ein Ultra Concentrated Calming Botanical Extracts Gedönsen. Jo, einfach ein Gesichtsserum für sensible Haut. Und dann habe ich mir The Ritual of Karma ausgesucht, Holy Lotus and Organic White Tea. Das ist eine Body Cream, eine Körpercreme, Body Lotion. Und das riecht einfach hammergut. Oh, dieser Lotus. So, dann hat sie noch ein Produkt mit beigepackt, was ich mir aber auch ausgesucht habe, von No Planet B, die Body Lotion. Für seidig schöne Haut mit Bio-Klatschmohn, Bio-Haferextrakt und Bio-Sonnenblumenöl. Das finde ich einfach auch von der Marke her sehr, sehr ansprechend. Und das riecht auch wirklich wieder so schön cremig. Ich mag diesen Duft. Das mag ich echt gerne. Dann hat sie mir noch hier ein paar Masken mit beigelegt. Ich glaube, die hat sie mir wirklich beigelegt. Ich kann mir nicht vorstellen. Also ich glaube nicht, dass ich mir die ausgesucht habe. Ich weiß es gar nicht, Marion. Mensch, ist auch schon ein Weilchen her. Einmal von Isana Glow Up, das Hydra Glow Konzentrat mit Pfingstrose. Ja, das ist meins. Das schreit meinen Namen. Die Bubble Face Mask von Funtime Beauty. It's a Bubble... It's a bubbly affair. Foaming and deep cleansing thanks to the oxygen effect. Ja, eine Maske, die so aufschäumt wahrscheinlich im Gesicht. Dann von Shabens die Thalasso-Maske mit Algen, spendet Feuchtigkeit und regeneriert mit Plankton, Perlen und für alle Hauttypen geeignet. Von Mikura Kopenhagen. Das ist eine Lippenmaske. Luxurious Golden Hydrogel Lip Mask with Collagen. Das ist einfach eine goldene Lippenmaske. Ach cool. Und dann hat sie mir noch von Misha was rein. Nee, von Innisfree. Innisfree, das sah aus wie Misha von der Verpackung her. My Real Squeeze Mask mit Acai-Beere. Okay. Jo. So schaut die aus. Das ist so eine koreanische Maske. Ja, ne? Also, das war tatsächlich jetzt hier das Trash-Paket mit der lieben Marion, mit Risana Tantler. Hat mir natürlich wieder richtig viel Spaß gemacht. Ich habe coole Produkte gegen aussortierte Produkte tauschen können und freue mich sehr, dass ich das gemacht habe und werde es auch immer wieder machen, weil das macht mir Spaß und das macht irgendwie Sinn. So, ja, das war jetzt mein kleines, aber feines Video. Der kleine Mann hat noch richtig Hunger und, nicht, dass er gerade erst Abendbrot gehabt hätte, aber er möchte noch ein bisschen naschen und schmusen, das wird er kriegen. Ja, dann würde ich einfach sagen, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Tauschpaketen, die ich so gemacht habe. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!